Meine lieben Zuschauer, ich begrüße Sie zu meinem YouTube-Kanal Elektrotechnik Basis 123. Heute in diesem Video werde ich Ihnen praxisnah vorführen, wie ein Aufputz, Ein- und Ausschalter in der Elektroinstallation in Wohngebäuden angeklemmt, verdrahtet und angeschlossen wird. In einem anderen Video auf meinem YouTube-Kanal zeigte ich Ihnen, wie ein Unterputz-Ein- oder Ausschalter in Wohnräumen installiert wird. Sie konnten sehen, wie die Installation in der Praxis von einem Unterputz-Ein- oder Ausschalter in der Elektroinstallation durchgeführt wird. Haben Sie diese Videoaufnahme noch nicht auf meinem YouTube-Kanal angesehen? Wenn nein, unter diesem Video finden Sie einen Link, einen Direktlink zu dieser Videoaufnahme auf meinem YouTube-Kanal. Schauen Sie sich auch dieses Video an, wie der Unterputz-Ein- oder Ausschalter installiert wird. Heute sehen wir uns an, wie ein Aufputz-Ein- oder Ausschalter verdrahtet und angeklemmt wird. Sie sehen auch auf der rechten oberen Seite des Bildschirms das Video von der Erklärung der Theorie der Ein- und Ausschaltung in der Elektroinstallation in Miniaturform. Dieses Video finden Sie auch auf meinem YouTube-Kanal. Dazu ist ein Direktlink in der Videobeschreibung unter diesem Video zu finden, der dann direkt zu diesem Video führt, wenn Sie draufklicken. Damit haben Sie die Möglichkeit, das Video in seiner Originalgröße auf Ihrem Bildschirm anzuschauen. In diesem Video sind verschiedene Abschnitte vom Video mindestens zweimal zu sehen sein. Dadurch verstehen Sie auch die Verdrahtung eines Aufputz-Ein- oder Ausschalters besser. Dabei erkläre ich Ihnen auch ganz genau, wie die Verdrahtung durchgeführt wird. Also sehen Sie sich bitte jetzt das Video genauer an. Eine Frage stellen wir uns doch. Die Elektroinstallation in Wohngebäuden ist doch zu fast 100% Unterputzinstallation. Wo ist denn eine Aufputzinstallation in Wohngebäuden oder in Wohnräumen zu finden? Da fallen mir zwei Räume oder Raumorte ein. Und zwar einmal im Kellerraum, wo eine Elektroinstallation Aufputz durchgeführt wird. Und in Garagen sind Aufputz-Elektroinstallationen akzeptabel. Sonst allgemein in Arbeitsstätten sind Aufputz-Elektroinstallationen üblich. Dieser Aufputz-Ein- und Ausschalter kann auch als Wechselschalter genutzt werden. Heutzutage sind reine Ein- und Ausschalter nicht mehr vorhanden. Die Hersteller stellen Wechselschalter her, die auch als Ein- und Ausschalter genutzt werden können. Wie eine Wechselschaltung funktioniert, dazu habe ich unten in der Videobeschreibung einen Direktlink für ein Video auf meinem YouTube-Kanal hinzugefügt. In dem Video erkläre ich Ihnen ausführlich die Theorie der Wechselschaltung, damit den Funktionsablauf einer Wechselschaltung. Schauen Sie sich auch dieses Video an. Der Aufputz-Ein- und Ausschalter im Video hat auf der einen Seite vier Anschlussstellen oder Ansteckplätze. Jeweils zwei Anschlussstellen sind miteinander in Verbindung, das heißt, es ist ein Durchgang vorhanden. Die zweite Anschlussstelle, wo ein Durchgang vorhanden ist, ist für das Weiterschleifen einer Ader oder für das Weiterverbinden vorhanden, wird so genutzt. Die beiden jeweils zwei voneinander unabhängigen Ansteckplätze, also kein Durchgang vorhanden ist, sind hier farbig in Schwarz wiederzuerkennen. Bei der Wechselschaltung nennen wir diese Anschlussstellen oder Ansteckplätze als Wechselkontakte. Für die Ein- oder Ausschaltung schließen wir den Schaltdraht, der zu Leuchte oder Lampe geführt wird, an einem der Wechselkontakte.
Egal welchen wir nehmen, beide sind funktionsentsprechend. Den einen Wechselkontakt nutzen wir für die Ein- oder Ausschaltung nicht. Der bleibt frei. Dies bedeutet, wir haben hier ja zwei schwarz gekennzeichnete Ansteckplätze. Wir nutzen nur den einen Ansteckplatz, der schwarz gekennzeichnet ist. Der andere schwarz gekennzeichnete Wechselkontakt, den nutzen wir für die Ein- oder Ausschaltung nicht. Das heißt, dort schließen wir unseren Schaltdraht zur Lampe oder zur Leuchte, der zur Leuchte geführt wird, über die Abzeigdose geführt wird. Jetzt sehen wir uns mal den unteren Bereich des Aufputs Ein- und Ausschalters an. Im unteren Bereich des Aufputs Ein- und Ausschalters sind zwei miteinander in Verbindung stehende Kontakte. Zwei Ansteckplätze, die im Durchgang sind. Deshalb wieder zwei Anschlussstellen, weil der eine für das Weiterschleifen oder für das Weiterverbinden der Ader genutzt werden kann. Zum Beispiel installieren wir unter diesem Aufputz Ein- und Ausschalters eine Steckdose. Für die Steckdose benötigen wir einen Außenleiter, den stromführenden Leiter genannt oder die Phase genannt. Dann nehmen wir uns einfach von dieser Anschlussstelle des Aufputs Ein- und Ausschalters die Phase für die Steckdose oder den Außenleiter für die Steckdose. Dies bedeutet auch, dass an diese Ansteckplätze vom Aufputz Ein- und Ausschalter der Außenleiter, der stromführende Leiter oder die Phase angeschlossen wird. Häufig finden wir an dieser Anschlussstelle vom Aufputz Ein- und Ausschalter eine L-Bezeichnung oder ein Pfeil ist vorhanden. Und auf der anderen Seite im unteren Bereich des Aufputs Ein- und Ausschalters sind keine Anschlussstellen. Das heißt, wenn Sie hier ansehen, den Aufputz Ein- und Ausschalter, sind ja diese Anschlussstellen einmal oben, wie schon erwähnt, die Wechselkontakte sind schwarzfarbig gekennzeichnet und unten finden Sie dann die weiß gekennzeichneten Anschlussstellen. Auf der rechten Seite ist dann der Anschluss für den Außenleiter, auf der linken Seite denkt man, dass da eine Anschlussstelle ist, aber es ist keine Anschlussstelle vorhanden. In der Praxis in Kellerräumen, ist es so, dass in Kellerräumen oder auch in Garagen unter jedem Aufputz Ein- und Ausschalter eine Aufputzsteckdose gesetzt wird. Hier wird der Außenleiter, wie schon erklärt, vom Aufputz Ein- und Ausschalter weitergeschleift vom Aufputz Ein- und Ausschalter zur Aufputzsteckdose. Wir benötigen aber für die Kombination von Aufputz und Ein- und Ausschalter und einer Aufputzsteckdose eine fünfadrige NYM-Leitung. Eine dreiadrige NYM-Leitung, wie hier in diesem Fall, für einen Aufputz Ein- und Ausschalter, reicht nicht aus. Das heißt, wir müssen eine fünfadrige NYM-Leitung als Zuleitung für die Aufputz-Ein- und Ausschalter und Aufputz-Steckdose verlegen. Hier in diesem Aufputzschalter können Sie auch die blaue Ader als Schaltdraht nutzen. Wenn wir unter dem Aufputzschalter eine Aufputz-Steckdose setzen, dann dürfen wir die blaue Ader nicht als Schaltdraht nutzen. Dann ist die blaue Ader der Neutralleiter für die Steckdose, für die Aufputzsteckdose. Auch ist die Zuleitung in diesem Fall, also ist es dann eine Aufputz-Schalter-Steckdose-Kombination, eine fünfadrige NYM-Leitung, also NYM-Leitung. Wir vertraten dann in diesem Video nur eine Aufputz-Schalter,
einen Aufputzschalter. Deshalb nehmen wir die blaue Ader als Schaltrad. Wir haben hier auch eine dreiadrige NYM-Leitung als Zuleitung für den Aufputzschalter. Wir haben in den Aufputzschalter drei Adern hineingeführt. Dabei wurde auch ein Teil vom Mantel des dreiadrigen NYM-Leitung, NYM-Leitung, in den Aufputzschalter, in das Gehäuse des Aufputzschalters hineingeführt. Einmal ist da die grün-gelbe Ader, die wir an den dazugehörigen Verbindungsstelle anschrauben. Wir sehen hier innerhalb dieses Aufputzschalters eine Schraube dafür. Eine Verbindungsschraube dafür. Dort setzen wir die abisolierte grün-gelbe Ader unter die Verbindungsschraube und ziehen die Schraube fest. Die grün-gelbe Ader sollte unter die Verbindungsschraube so gesetzt werden, dass die grün-gelbe Ader beim Festschrauben nicht aus seiner Verbindung rausspringt. Aus seiner Verbindungsstelle rausspringt. Deshalb müssen wir unter die linke Seite der Verbindungsschraube die abisolierte grün-gelbe Ader unterschieben und die Schraubverbindung natürlicherweise mit Gefühl rechtsrum drehen. Nehmen Sie sich immer dafür einen Schraubendreher zu Hilfe, niemals einen Akkuschrauber. Mit einem Akkuschrauber würden Sie möglicherweise die Verbindungsstelle, die Schraube, zu fest ziehen, festschrauben. Dabei könnte die Verbindung kaputt gehen. Bei groben Elektroinstallationsarbeiten bei der Demontage von elektrischen Betriebsmitteln können Sie Akkuschrauber nehmen für Ihre Arbeit, für die Elektroarbeit. Aber für die feinen Arbeiten, für die Installation von elektrischen Betriebsmitteln nehmen Sie sich immer Werkzeuge zu Hilfe, Schraubendreher und so weiter, aber niemals einen Akkuschrauber. Es kann sein, dass andere Aufputzschalter von anderen Unternehmen keine Verbindungsstelle für die grün-gelbe Ader besitzen. Dann schneiden Sie mit einem Seitenschneider die Spitze der grün-gelben Ader ab und legen oder drücken Sie die grün-gelbe Ader in den hinteren Bereich des Aufputzschalters hinein. Der Aufputz-Ein- und Ausschalter im Video hat auf der einen Seite vier Anschlussstellen oder Ansteckplätze. Jeweils zwei Anschlussstellen sind miteinander in Verbindung. Das heißt, es ist ein Durchgang vorhanden. Die zweite Anschlussstelle, wo ein Durchgang vorhanden ist, ist für das Weiterschleifen einer Ader oder für das Weiterverbinden vorhanden, wird so genutzt. Die beiden jeweils zwei voneinander unabhängigen Ansteckplätze, also kein Durchgang vorhanden ist, sind hier farbig in Schwarz wiederzuerkennen. Bei der Wechselschaltung nennen wir diese Anschlussstellen oder Ansteckplätze als Wechselkontakte. Für die Ein- oder Ausschaltung schließen wir den Schaltdraht, der zu Leuchte oder Lampe geführt wird, an einem der Wechselkontakte. Egal welchen wir nehmen, beide sind funktionsentsprechend. Im unteren Bereich des Aufputz-Ein- und Ausschalters sind zwei miteinander in Verbindung stehende Kontakte. Zwei Ansteckplätze, die in Durchgang sind. Deshalb wieder zwei Anschlussstellen, weil der eine für das Weiterschleifen oder für das Weiterverbinden der Ader genutzt werden kann. Zum Beispiel installieren wir unter diesem Aufputz Ein- und Ausschalters eine Steckdose. Für die Steckdose benötigen wir einen Außenleiter, den stromführenden Leiter genannt oder die Phase genannt. Dann nehmen wir uns einfach von dieser Anschlussstelle des Aufputz-Ein- und Ausschalters die Phase für die Steckdose oder den Außenleiter für die Steckdose. Dies bedeutet auch,
dass an diese Ansteckplätze vom Aufputz-Ein- und Ausschalter der Außenleiter, der stromführende Leiter oder die Phase angeschlossen wird. Häufig finden wir an dieser Anschlussstelle vom Aufputz-Ein- und Ausschalter eine L-Bezeichnung oder ein Pfeil ist vorhanden. Und auf der anderen Seite, im unteren Bereich des Aufputz-Ein- und Ausschalters, sind keine Anschlussstellen. Das heißt, wenn Sie hier ansehen, den Aufputz-Ein- und Ausschalter, sind ja diese Anschlussstellen einmal oben, wie schon erwähnt, die Wechselkontakte sind schwarzfarbig gekennzeichnet und unten finden Sie dann die weiß gekennzeichneten Anschlussstellen. Auf der rechten Seite ist dann der Anschluss für den Außenleiter, auf der linken Seite denkt man, dass da eine Anschlussstelle ist, aber es ist keine Anschlussstelle vorhanden. Wie Sie am Ende der Installation die einzelnen elektrischen Komponenten, wie zum Beispiel die Wippe und den Rahmen des Aufputz-Ein- und Ausschalters wieder zusammenbauen, können Sie mit Hilfe des Videos sehr gut sehen. Und es ist auch einfach zu bewältigen. Dennoch möchte ich Ihnen ein paar Informationen für das Auseinanderbauen des Aufputz-Ein- und Ausschalters geben. Erstens, für das Abnehmen der Wippe nehmen Sie, wenn möglich, einen Schlitzschraubendreher aus Kunststoff, wie sie zum Beispiel bei der Reparatur von Smartphones genutzt werden. Dadurch beschädigen Sie nicht die Wippe. Zweitens, beim Abnehmen des Rahmens können Sie einen normalen Schlitzschraubendreher nutzen. Sie schieben den Schlitzschraubendreher in die Seitenöffnungen des Aufputz-Ein- und Ausschalters und lösen dabei den Haken an den beiden Seiten und nehmen dann den Rahmen einfach aus seiner Verankerung raus. Meine lieben Zuschauer, wir haben das Ende von diesem Video erreicht. In diesem Video erklärte ich Ihnen ausführlich, wie die Verdrahtung von Aufputz, Ein- und Ausschalter funktioniert. Weitere Videos im Bereich der Elektroinstallation werden auch in der Zukunft hier auf meinem YouTube-Kanal folgen. Deshalb verpassen Sie dabei keine neuen Videos auf meinem YouTube-Kanal und abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Denn das Abonnieren von meinem YouTube-Kanal ist für alle Zuschauer kostenlos. Bewerten Sie auch diese Videoaufnahme. Über für alle Zuschauer hilfreiche Kommentare unter diesem Video würde ich mich freuen. Ich wünsche Ihnen noch glückliche und erfolgreiche Tage. Auf Wiedersehen!